The Equalizer 2. Und das ist für mich ein Film der Rekorde. Denn ich habe selten einen so plotarmen Film gesehen und selten einen Titel, der mir so wenig zu erzählen hatte. Wir haben wieder Denzel Washington in der Hauptrolle des Robert McCall. Das ist ein ehemaliger Regierungsagent mit unglaublichen Fähigkeiten zu kämpfen und zu töten. Der führt diesen Job aber nicht mehr praktisch auf, sondern hat sich in ein stummes, anonymes Alltagsleben zurückgezogen. Im vorliegenden Fall ist er größtenteils Fahrer eines Mietwagens. Doch wann immer er mitbekommt, dass in seinem Umfeld jemand Probleme hat, die irgendwie mit Gewalt zu lösen sind, zieht er los und macht eben jenes. Und so alleine war der erste Film und so alleine vergeht auch hier das erste Drittel. Das kann ich jetzt ganz dreist spoilern, weil es der Trailer halt auch gemacht hat. Es gibt diese Passage, wo er eine junge Frau aus einem Hotelzimmer nach Hause fährt, die dort von irgendwelchen Geschäftsleuten misshandelt wurde, und dann geht er noch hin und verpasst denen da eine ordentliche Quittung. Es ist diese Szene im Film und die ist für die restliche Handlung komplett irrelevant. Es geht nur um dieses Kapitel, McCall kämpft gegen diese Typen. Genauso gibt es den Part, einen vergleichbaren Part in der Öffnungsszene. Das heißt, es geht nicht darum, hier eine Story zu erzählen, sondern Situation an Situation an Situation, in der eben dieser verkappte Engel irgendwelchen bösen Leuten die Schnauze einschlägt. Okay, eine Story gibt es dann doch irgendwann, nämlich McCall hat eine ihm nahestehende Freundin, die wird dann ermordet und er sucht den Mörder. Da brauchen wir aber auch schon gar nicht weiter drüber reden, weil man kann sich denken, dass es einen Hinweis oder dass es Hinweise gibt, eine Suche, eine Enthüllung, wer der Täter ist. Und jetzt irgendwie in die Details zu gehen, worin sie da verstrickt ist und was da alles zusammenhängt, ist ja überflüssig. Aber auch hier kann man sagen, es ist eine absolute Thriller-Blaupause. Die Enthüllung kommt schnell, die Verwicklungen, die dahinter stecken, sind schlicht und simpel. Es ist also wirklich, ich kann es gar nicht fassen, wie unglaublich nichtig der Film war, weil er keine Story, keinen Plot und auch nichts Zusammenhängendes hat, sondern einfach nur Szenen an Szenen. Und das Stärkste, was er zu bieten hat, hat der Trailer gar nicht mal gezeigt. Nämlich, es gibt noch eine weitere Handlung, in der es zwischen McCall und einem Jungen aus seinem Haus zu einer Freundschaft kommt und daraus entstehen auch ein paar Situationen. Und dieser ganze Plot, der sich, oder diese ganze Storyline, die sich um diese zwei Personen zieht, die fand ich total spannend. Aber, und das ist das Unglaubliche, obwohl ich jetzt kein einziges gutes Wort an dem Film lasse, er hat für mich unglaublich gut funktioniert. Ich weiß also selber nicht, warum die gerade genannten Punkte für mich nicht so ins Gewicht fallen, sondern ich am Ende sehr zufrieden aus dem Film komme. Zum einen liegt es vielleicht daran, dass es fast schon was Kreatives ist, einen ruhigen Actionfilm zu sehen, weil wir haben hier einige Kampf- und Action-Szenen. Nur die Stärke von McCall liegt ja darin, in einen Raum oder an einen Ort zu kommen, zu sondieren und zu analysieren, wie kann er wo effektiv angreifen und es dann zu tun. Und er greift ja nicht an mit einer unglaublichen Geschwindigkeit, sondern selbst in diesen Kampfmomenten ist er ruhig. Und der Film wird dann auch nicht zu einem hektischen Schnittgewitter, sondern inszeniert solche Momente kraftvoll, intensiv, gewalttätig, aber ruhig. Und in diesem Stil verfährt der Film die ganze Zeit und leitet auch einen gigantischen Showdown ein, den will ich natürlich nicht spoilern, aber es geht gar nicht darum, dass, oder im Grunde ist der Showdown McCall gegen eine Übermacht an Gegnern an einem besonderen Ort. Nur, die Besonderheit ist die Atmosphäre, die Inszenierung des Ortes und wie man das für eine spannende Passage nutzen kann und nicht wie kreativ, originell und sonst wie kommt der Film daher. Für Denzel Washington ist die Rolle kompletter Autopilot. Das ist eigentlich ein großes Lob an ihm, weil wer auf diesem Level Autopilot spielen kann, da ja, kann man überhaupt nichts gegen sagen. Ansonsten sind alle anderen Figuren etwas bleich. Auch der Antagonist, der hätte man sicherlich interessantere Wege finden können. Aber unterm Strich habe ich 2 Stunden in einem Kino gesehen, in dem bei einem, ich würde mal sagen, bei einer Füllung von ein bis zwei Drittel vielleicht 10 Frauen saßen oder weniger. Also es ist ein knallharter Männerfilm. Nicht ganz das, was man unter einer wilden Action-Soße erwartet. Vor allem, es ist Action jenseits von Marvel oder sonstigen bunten Comic-Motiven. Es ist ein konzentrierter, ruhiger, geradliniger Film. Plotarm, aber er funktioniert bestens. Und auch wenn ich den ersten Teil nicht leiden konnte und an diesen mit minimalen Erwartungen rangegangen bin, komme ich doch letztlich mit zufriedenen 4 von 5 Punkten daher und denke, wer den ersten mochte, kommt an diesem hier nicht vorbei. Und wer den ersten nicht so gut fand, kann diesem hier trotzdem eine Chance geben. Dazu gibt es doch diverse Punkte und Ansätze, die auf jeden Fall funktionieren.
Wie seht ihr das? Habt ihr den ersten Equalizer gesehen? Mochtet ihr ihn und habt ihr Interesse an diesem hier? Das und was auch immer euch einfällt, haut es doch mal rein in die Kommentare unter dieses Video. Ansonsten könnt ihr wie immer gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo und wir sehen uns gerne zur nächsten Kritik. Macht's gut, bis dann. Ciao.